Die warten alle da zu lange, ne? Deswegen sterben die alle. Die warten bei dem Ärzten viel zu lange. Das ist das Hauptproblem gerade. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie... Uiuiui, jetzt sterben die hier in... Das Krankenhaus hat Schulden. Ja, ich auch. Junge, ich auch. Und warum kotzen die hier ja alles voll? An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Ja, wo sind die ganzen Krankenpfleger denn schon wieder? Ich habe bestimmt zu wenig Personal, aber kann mir das jetzt wieder nicht leisten. So, wir bräuchten ein Marketingbüro. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Stubentiger? Versuch's mal mit Büro-Löwen. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese Miezen an die Arbeit gehen. Auf nicht so leisen Pfoten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau. Die Büro-Löwen. Jetzt täglich auf Bundle Kids. 24 Stunden am Tag. Wo sind denn meine ganzen Pfleger wieder? Immer diese Pfleger. Hier sterben Leute, Leute. Wir müssen einen neuen Kredit aufnehmen, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Kredit, ey. Naja. Ein Krankenpfleger, ja, ja, der eine Diagnose verlangt. Wir haben auch relativ wenig Krankenpfleger, ne? Wir haben auch relativ wenig Ärzte. So, wir brauchen ein Marketingbüro scheinbar, ja. Hatten wir gerade schon mal. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Die pinkeln mir eh auf gut Deutsch in die Blumen. Das finde ich nicht gut. Ja, ich piss den ja auch nicht in den Vorgarten. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Marketingbüro hier. Oh, bitte was? Wieso ist der Patient tot? Der tut nur so, der ist gar nicht tot. Schwör. So. Schlimm ist, wir bräuchten eigentlich auch noch mehr Sachen, die Prestige bringen, damit wir ein bisschen Abwechslung in die Räume kriegen, ne? So. Ja, wir brauchen hier rausgucken. Immer so ein Clowns-Gesicht.
Forschungsabteilung benötigt. Kommt drauf geschissen. Marketing, um eine Marketing-Kampagne zu starten, klicke auf den Marketing-Tisch. Okay. So, kleine Kampagne. Ach, ich muss ja dann einen Assistenten haben, der auch Marketing kann. Eingestellt. Viel Spaß. Mir tut das Krankenhaus leid, dass diesen Morgen einen Besuch des Gesundheitsministers Tarquin Foxbridge erhalten hat. Der hat sicher bereits das Niesen unter schwere Strafe gestellt und eine neue Steuer auf Ellenbogen erhoben. Leute, denkt daran. Wir müssen diese Unterdrücker aus ihren Kindern wählen. Das Niesen ist verboten worden. Richtig so. Schwere Strafe. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Knochigen Hintern. Okay. Knochigen Hintern. Das werden wir auf jeden Fall behandeln können. Ein knochiger Hintern, das geht gar nicht. Aber niemand möchte den Knochen Hintern. Alter, was ist denn hier bei den Ärzten los? Ich muss irgendwie gucken, dass ich... Alter, Verwalter. Eine Töpferei habe ich doch gar nicht. Ein Assistent zur Aufnahme, bitte. Oh nein, jährliche Prüfung. Das kann ja nichts sein. Wow. Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres und Patientenpreis. Wir sind nicht mehr das Krankenhaus mit der höchsten Prestige? Im Marketing wird ein Assistent benötigt. So, ist er schon gestorben oder was? Macht er jetzt schon Mittag? Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Ich hab keine. Doch, da. Ja, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Ja, mir sterben jetzt natürlich die Leute weg, weil die alle viel zu lange hier bei den Ärzten waren, was natürlich echt blöde ist. Ihr wisst vermutlich nicht, wie lange Tabitha Windsock schon unsere Bürgermeisterin ist. Keiner weiß das heute mehr. Einmal blieb sie nur in der Nacht, indem sie die Wahl ausfallen ließ. Wie es dazu kommen könnte? Niemand hat richtig aufgepasst. So machen sie es immer. Und in diesem Moment geht wieder etwas unbemerkt über die Bühne. Ich muss irgendwas machen hier. Ja, die sterben ja jetzt alle, werden immer mehr Geister. Ist natürlich auch ein bisschen kritisch kacke. Arztpraxis. Ich muss hier irgendwie eine Arztpraxis nochmal reinbauen. Das hilft sonst nichts. Dann wird die eben nicht so hoch. Prestige-mäßig. Na, geht doch mal alle weg hier. Sollen ja kacken. Objekt ist zu teuer. Nein! Ah! Komm,
komm noch mal einmal ein bisschen Finanzschub hier. Komm, nach oben. Ja. Wieso ist das Zimmer noch nicht bereit? Hä? Wir haben die Kohle doch. So, wir drücken mal mit dem Pause-Knopf, zack, dann kann hier nicht mehr viel passieren. So. So, dann Arzneimittelschrank, damit die Patienten sich ja, oder beziehungsweise vor allen Dingen die Ärzte und Pfleger sich mit Drogen versorgen können, das ist ganz wichtig. Ja, Drogen brauchen die. Ohne Drogen kommen die ganzen Ärzte hier nicht klar. So, ein großer Heizkörper brauchen die auch. So ein Süßigkeitsspender. Wenn die mal wieder so in Ekstase sind, ne, von ihren ganzen Drogenexzessen. Kennt man. Ne, Ärzte und Pfleger. Immer ganz schlimm. So. Naja. Flup. Wir müssen noch einen Kredit aufnehmen. Und noch einen. Ich glaube, wir kommen nie wieder aus den Krediten raus, aber... Es dauert zu lang. Es dauert alles viel zu lang. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Schon wieder ein Arzt für die Psychiatrie, ey. Wo sind die ganzen Psychos hin? Ich meine, Psychologen, ne? Reden wir doch mal über Camouflage Forts. Dieses Bauprojekt läuft nun schon seit Jahren. Aber wir haben kein einziges Foto gesehen. Kommt euch das nicht komisch vor? Natürlich ist das komisch. Das bedeutet, die Regierung experimentiert dort mit fotohemmenden Gebäuden. Stellt euch doch nur mal vor, was für abscheuliche Konsequenzen das haben könnte. Ja, wenn du wüsstest. So. So, Quatsch. Kommt hier nämlich auch die Entwesungsanlage hin. Mist, ich sehe nichts. So. Nee, ich habe schon eine Entwesungsanlage, ne? Stimmt. So, aber die Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Null vorhanden. Wir brauchen mehr Ärzte, wir brauchen mehr Pfleger. Oder wir brauchen einfach mehr Drogen für die. Das kann auch sein. Ja, welcher Pfleger und welcher Arzt will schon ohne Drogen arbeiten? In so einem komischen Krankenhaus, das von mir geleitet wird. Ich würde es nicht wollen. Kann ich voll verstehen. Ich würde nicht mal in meinem eigenen Krankenhaus arbeiten. Hier ist ja auch die Entleuchtungsklinik, ne? Hier. Also kommen hier überall die Entleuchtungsposter hin. Ha?
So, eine Uhr. Ja, wo muss die Uhr nochmal hin? Na! Komm, ich hab... So, hier eine Wartebank hinbasteln wäre auch wahrscheinlich nice. Zack. 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 Oh, ein bisschen wahrscheinlich, ein bisschen Heizung wäre wahrscheinlich auch nice für die Leute hier. So, lass mich mal eben gucken. Hier, die brauchen auch noch so ein paar Wartebänke oder sowas. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. So. Zack. Zur Abwechslung eine ältere Geschichte. Nachdem sich die Gründer für den Namen... Hatte ich jetzt eine Töpferei, habe ich noch nicht, ne? Hatten, erfuhren sie, dass auf den Spitzenbergen ein weiterer spitzer Punkt entdeckt worden war. Das hat ihnen natürlich nicht gepasst. Also ließen sie ihn einfach klammheimlich verschwinden. Leute wie die machen wirklich vor nichts Halt, um sich die Welt zurechtzubiegen. Wie soll man mit solchen Machenschaften nur zurechtkommen? Das weiß keiner. Solchen Machenschaften, also wirklich. Das gibt's nicht. Ja, da bin ich auch immer selber sehr erschrocken. So. Ein paar Clowns-Fotos. Ja, ich weiß, Prestige-Sachen sollten wir eigentlich, wir sollten jetzt noch nicht so viel auf Prestige legen, aber nee. Also nachher kriegen wir es wieder nicht hin oder kriegen wir es wieder nicht geschissen und ja, dann haben wir nämlich dann schon. Platz für die Uhr hier? Für eine Uhr ist immer Platz, ne? Genau, hier über der Heizung, ganz fein. Ja, ein Objekt muss man leider verkaufen. Das ist manchmal auch so. So. Dann setzt die große Heizung im Tier hin, dann werden die Leute eigentlich beheizt. Ja, so. So, wir können schon mal einen Kredit wieder erstatten, würde ich sagen. Flupp! Boah, die Wartezeiten bei den Ärzten, die werden immer länger, ne? Ich weiß aktuell nicht, was ich machen soll dagegen. Oh, Alter. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesichtet.
Ach, Assistenten, Krankenpfleger brauchen wir mal. Jazzman Odyssey ist zurück mit ihrem Hitalbum Salivation. Enthält die Hitsingles On the 84th Floor. Kann ja nicht alles. Und Ain't No Feeling Like the Feeling I Feel When I'm Feeling Feelings. Krieg keine Kohle.